Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Wir müssen Bonaventura erstens mal Fitness geben, dass er sich hier ein bisschen erholt und gut einfindet in die Mannschaft. Und dann habe ich mir auch ein Champions League Style gekauft. Catalyst habe ich ja schon gesagt, was Pass und Tempo verbessert. Und ja, ich brauche da einfach, also wie gesagt, mir ist einfach wichtig, dass die Außenspieler schnell sind. Ist jetzt nicht so, dass ich mir mit Absicht nur Pesos kaufe auf den Positionen. Also, dass ich jetzt sage, okay, hier, Biabiani ist der Schnellste, deswegen hole ich mir den jetzt einfach mal, auch wenn der sonst total scheiße ist und einfach nur schnell ist. Sondern, wenn ich, also ich gehe nicht danach, sondern eine gewisse Grundpace brauche ich, also will ich schon haben auf den Positionen. Ich sag mal, ich würde mir jetzt wahrscheinlich keinen holen, der nur 70 Pace hat. Also so, ich glaube, Praxler hat 77. Können wir mal nachschauen. Ja, 77, das finde ich noch okay. Ich denke, so 75 aufwärts will ich da schon haben, was eigentlich schon sehr wenig ist. Aber dann will ich natürlich mit meinem Champions League Style schon das Tempo maximal fördern. Und da ist einfach Catalyst das Beste, verbessert den Pass und das Tempo optimal. Ich glaube, hat auch einen guten Schuss und ein anständiges Dribbling, der gute Bonaventura, da brauchen wir dann auch nichts anderes verbessern bei ihm. Balotelli habe ich einfach Finisher gegeben. Sein Dribbling ist eh nicht überragend von Balotelli. Sein Schuss ist nicht überragend, das heißt, Schuss will ich auf jeden Fall boosten. Und wenn Balotelli funktionieren soll oder muss oder will, dann wahrscheinlich nur über seine körperlichen Attribute, also über Körperstärke etc. Und dann will ich das logischerweise unterstützen mit meinem Champions League Style Finisher, den ich in den meisten Fällen einfach am besten finde bei den Stürmern. Schauen wir mal, ob es klappt. Und mit Hernandez wieder neu als ZOM im Team. Auch gespannt, ob der mich wieder davon überzeugt, direkt im ersten Spiel, dass er geil ist. Jetzt haben wir auch wieder jemanden, mit dem wir freistoßen können. Ich glaube, mit Hernandez bin ich immer ganz gut klargekommen. Hat einfach gute Schusskraft und eine gute Freistoßspezialität, FE etc. Na? Sehr schön. Und da haben wir ein Bundesliga-Team, ein ziemlich starkes Bundesliga-Team mit Müller und Lewandowski in der Doppelspitze, sehr gefährlich. Costa und Reus natürlich auch, schnelle Außenspieler. Götze, dribbelstark, denke ich auch sehr gefährlich. Vidal, bester Sechser als Einzelsechser, denke ich. Hummels und Boateng in der Innenverteidigung. Ich denke, ich würde eher auf Boateng und Sokrates setzen und nicht auf Hummels. Aber okay, vielleicht ist Hummels ja wirklich viel geiler als Sokrates. Momentan ist für mich der beste Verteidiger, den ich in FIFA 16 gespielt habe, mit Abstand Barzagli. Der ist einfach so torgefährlich nach Ecken. Der ist einfach auch hinten, finde ich, viel auffälliger als Chiellini. Ich habe Barzagli, ja, er ist halt zweimal angeschossen worden und hat die Eigentore gemacht, aber da kann er nichts dafür, weil er angeschossen wurde. Also ich glaube nicht, dass man da ihm das irgendwie ankreiden kann. Und sehr schön von De Rossi. Andreva holt ihr den Einwurf raus. Ja, und Basak ist einfach für mich der bisher beste Innenverteidiger, obwohl er rein von den Werten her ist eigentlich ein Foul. Schlechter sein sollte, also zumindest schlechter sein sollte als Chiellini, aber ich glaube sogar schlechter sein sollte als Naldo. Wieder De Rossi. Macht hier eine gute Arbeit. Ach, Glück gehabt. Balotelli. Elfmeter. Was? Kein Elfmeter? Also in meinen Augen war das ein Elfmeter. Hab schon gedacht, er holt direkt einen raus. Ich meine, den kann er ja sehr gut. Aber es war dann leider nicht der Fall. Schade. War zu knapp. Sehr gut von Lichtsteiner. Also was zumindest gerade jetzt, also wirklich in den ersten Sekunden auffällt, ist, dass Balotelli immer ziemlich frei steht gegen den Spieler und sich gut einspielen lässt. Bedeutet natürlich erstmal nicht so viel, aber das fällt mir gerade positiv auf. Okay, da hätte ich sogar noch mehr aufziehen können. Schade. Das sind wir erstmal komplett frei. Sehr schön.
Oh, das war knapp, aber eine gute Idee und schöner Pass von Rossi. Oh nein, da habe ich in die falsche Richtung gedrückt. Das war wirklich meine Schuld. Der Gegner macht gerade auch wieder so viel Scheiß, ey. So auffällig. Konnte es bisher leider noch nicht bestrafen. Er ist, glaube ich, auch noch kein einziges Mal zum Schuss gekommen, oder? So, rennen wir mal durch mit Kantreva oder auch nicht. Ach, da hat man Ball eigentlich schon wieder... Da ist er schon wieder. Komm! Boah, der Rossi ist super langsam, setzt sich hier aber einfach mal durch mit seinem Körper. Richtig geil. Ja, das ist nur ans Tor, aber ich glaube nicht, dass ich da hätte irgendwie durchdribbeln können. Kein Foul? Abgefälscht. Ach, steht doch mal wieder auf, Hernandez. Wir brauchen dich. Ist das Hernandez? Ich weiß es gerade nicht. Oh, da wollte ich eigentlich auf den Torwart zurückspielen. Da hatte ich ein bisschen Glück. Das war auch Glück, weil da wollte ich auch nicht hinspielen. Da wollte ich auch nicht hinspielen. Was ist denn gerade los? Oh, eigentlich ein anständiger Schuss, aber Winkel war schlecht und zu sehr auf den Torwart. Ist der Ball schon wieder bei uns? Ja, also man merkt auf jeden Fall, dass die Gegner sich nicht körperlich durchsetzen können gegen Balotelli, was immer lustig ist. Immer in die Ecke. Also, ich weiß nicht, wenn Balotelli jetzt noch vielleicht ein Tor schießt, fühlt sich eigentlich ganz gut an bisher. Vielleicht wird er ja wirklich mein neuer Stürmer. Aber es ist halt merkwürdig, dass man ihn wirklich bisher, also früher, in den älteren... Oh, direkt ein geiler Alu-Treffer von Bonaventura, schade. Früher in den früheren FIFA-Teilen, da war es halt wirklich so, dass man Balotelli super oft in den Teams gesehen hat und der halt auch super teuer war und super gefährlich war. Aber ich habe ihn, glaube ich, bisher wirklich erst ein einziges Mal gesehen in dem gegnerischen Team. Aber da hat er mich halt auch total gebumst, ne? Also da war er wirklich super eklig zu spielen. Hat er, glaube ich, auch mindestens ein Tor gemacht, wenn nicht sogar zwei. Schade. Also der Gegner spielt echt schlecht. Ich muss hier einfach mal ein Tor schießen langsam. Schade, da war ich zu egoistisch, gebe ich zu. Hätte ich abspielen müssen. Dumm von mir. Ich habe mich nicht getraut, ins lange Eck zu schießen von der Position aus. Linke Eck ist leichter, aber natürlich auch schwieriger, dadurch ein Tor ins linke... Linke Eck ist leichter zu zielen, aber es ist schwieriger, ein Tor in das kurze Eck zu erzielen. War ich nicht. Die Rossi macht den Kopfball selber. Sehr geil. Wir sind so am Drücken, ey. Aber endlich fühlt es sich mal wieder richtig geil an. Schon wieder Kopfball gewonnen von De Rossi. Aber der ist halt echt kopfballstark, ne? Hernandez. Na also, ach nee, das war gar nicht Hernandez, weil Hernandez hat gerade den Kopfball gemacht. Ja, war so klar, oder? Kaum ist Hernandez wieder drin im Team, schon macht er ein Tor. Es war, glaube ich, kein Dreh, weil er die Flanke macht. Und Hernandez das Kopfballtor. Also man muss auf jeden Fall sagen, mittlerweile bin ich ein Tick gefährlicher mit solchen Flanken. Die gehen immer noch total oft daneben, aber nicht mehr ganz so oft wie am Anfang. Und absolut verdiente Führung. Ja, kaum ist Balotelli, Hernandez und Bonaventura drin, fühlt sich... Es ist wirklich das erste Spiel, wo sich mal wieder richtig gut anfühlt, mit der Serie A zu spielen, ohne Scheiß. Aber der Rossi ist auch tausendmal besser, zumindest momentan in der Konstellation, als... Geiler Pass, ich weiß nicht, ob ich vielleicht hätte anders schießen sollen. Der Schuss hat mir im Nachhinein nicht gefallen, also da mache ich ehrlich gesagt Balotelli gar keine Vorwürfe. Schade. Klar ist das eine Situation, wo ich ein Tor erwarte, aber ich muss zugeben, ich habe schlecht geschossen. Also das sehe ich als meinen eigenen Fehler an.
Was wollte ich sagen? Ja, der Rossi ist wirklich in der Konstellation deutlich geiler als Khedira. Fühlt sich viel besser an, viel aktiver. Und Balotelli fühlt sich auch geil an bisher, muss ich sagen. Gefällt mir. Ist halt nur die Frage, ob das so bleibt. Und wie gesagt, ich glaube halt, ich habe ihm da das Tor geklaut. Also das hätte er... Ich habe da einfach wirklich schlecht geschossen, muss ich zugeben. Wollte halt besonders cool machen und ins lange Eck schießen. Ich hätte, denke ich, einfach ins... Ich hätte, denke ich, einfach ins kurze Eck zielen sollen und schießen mit Balotelli. Dann macht er den schon rein. Ja, ist ein bisschen schade. Okay, vielen Dank. Ist leider nicht drauf reingefallen. Ich habe gedacht, er lässt ihn da durchziehen. Hält ein bisschen zu lang im Ball, finde ich. Und dadurch kann ich ihn halt immer relativ gut zulaufen, was ich halt auch eine Zeit lang ziemlich schlecht gemacht habe. Schön wieder, aber dafür habe ich ja eigentlich Balotelli, dass er sich die Bälle auch dann einfach mit seinem Körper wiederholt. Stehen sehr schlecht. Rossi bietet sich mal ein bisschen an. Naja, noch eine Ecke, ich meine. Ist ja auch nicht schlimm. Achso, wir können ja mal auf... Ach ne, wir sind schon auf Defensiv, okay. Schade, das war knapp und sehr riskant. Da hat er schon wieder Glück gehabt, schade. Aber der kommt zum Glück nicht. Buffon, sehr gut. Aber alles andere wäre auch lächerlich gewesen. Das hat ein bisschen zu lang gedauert. Ball weghauen. Ich habe 100 Mal auf Klären gedrückt. Sehr schön von Nainggolan. Das war dumm von mir. Viel zu überhastet, viel zu schnell. Es darf nicht sein. Also ich darf nicht selber mir das Spiel schlecht machen oder die Serie A schlecht machen, indem ich dann solche überhasteten, schlechten Konterspiel, wo dann, ja, das kann man eigentlich gar nicht mehr Konter nennen, wo dann einfach der Gegner den Ball geschenkt bekommt. Okay, hier hätte ich vielleicht einen straffen Pass spielen sollen. So, das war schon besser. Sehr schön. Geil! Richtig geil, weil es war genau so geplant. Ich wollte mit einer Schusstäuschung dem Lichtsteiner oder wer auch, ich habe nicht gewusst, dass Lichtsteiner ist, demjenigen, der da angerannt kommt, die Zeit geben. Ich wollte zu ihm passen, das hat geklappt. Und ich wollte dann schön mit Außenmauke ins lange Eck schießen, auch das hat geklappt. Und wir wissen, dass Lichtsteiner keinen so geilen Schuss hat. Also er hat schon oft solche Chancen versaut. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass das Ding diesmal reinging. Sehr schön. Kandreva macht hier, glaube ich, seine zweite Vorlage. Steuert also stark auf Spieler des Tages zu, unser Kandi. Ja, das war jetzt einfach wieder ein bisschen... Ich stimme mich mal durch. Ich habe mal ein bisschen Glück. Sehr schön von Buffon. Wir machen es nicht schnell, das funktioniert doch nicht. Und zumindest in dem einen Spiel, wo man aber auch sagen muss, dass der Gegner meiner Meinung nach schlecht spielt, fühlt sich Balotelli besser an als Morata. Aber wie gesagt, das ist meiner Meinung nach auch kein gutes Spiel für ein... Na, zu weit. Kein gutes Spiel für... Ne. Aussage, weil... Der Gegner spielt einfach nicht gut, das ist wirklich ein schwacher Gegner. Oh Gott, es rennen alle weg, was ist das denn? Och nein! Das war natürlich auch schwach von mir, aber auch das war wieder schwach vom Gegner.
Aber das meine ich halt, der Gegner spielt halt so schlecht und manchmal hat man Gegner, die spielen so gut, da kann man überhaupt nichts machen. Man sich echt fragt, wie geht das? Jetzt wollte ich den Ball einfach mal weghauen, weil es mir zu gefährlich geworden ist. So, ist der Ball erstmal wieder weg. Hauptsache stören. Okay, dem werden die Arme schwer, hat keinen Bock mehr. Es auch noch klappt. Ah, okay, oder halt auch nicht. So langsam. Sehr schön. Ist zum Glück niemand, der gut dribbeln kann. Das merkt man nämlich auch. Schade. Ein Tick zu weit vorgelegt, sonst hätte ich, denke ich, schön nach innen ziehen können mit Bonaventura, der immer noch da liegt. Ist, glaube ich, schon der dritte Spieler, der einfach mal eine Stunde lang rumliegt. Am Anfang schon zwei Spieler von mir, die Ewigkeiten rumliegen. Sehr schön. Schade. Schade. So viele Fehlpässe beim Gegner. Sehr schön. Gut, wir haben jetzt leider die eine Chance, die wir mit Balotelli hatten, nicht genutzt. Aber wie gesagt, er steht eigentlich immer relativ geil. Lässt sich immer gut anspielen. Echte Ballannahme, schade. Und hat sich jetzt am Ende nicht mehr so gut angefühlt, aber gerade am Anfang, also die meiste Zeit des Spiels, war halt schon ziemlich geil. Von daher mal schauen. Ach man, hätte ich nur mit Balotelli selber geschossen. Aber man denkt dann in so einer Situation einfach immer, ja, es funktioniert. Da muss er einfach nur den Ball darüber legen, da ist das Ding drin, ne? Hat leider nicht geklappt. Ich hätte einfach schießen sollen. Tja, ab und zu wähle ich dann leider immer noch die falsche Variante. Gut, ein Tor Hernández, eins Lichtsteiner, zwei Vorlagen Candreva, das wussten wir ja schon. Balotelli hat sich gut angefühlt, hat leider keinen Scorerpunkt gemacht, aber ich muss zugeben, ich habe ihn mindestens einen geklaut, vielleicht sogar zwei, wenn ich halt, weiß nicht, ob der am Ende reingegangen wäre, wenn ich geschossen hätte. Schwer zu sagen. Aber wir haben wieder mal gewonnen. Erstes Spiel in der neuen Saison und mit der Serie A. Das ist wunderschön. Die Null gehalten, 2-0 gewonnen, aber wie gesagt, sehr schwacher Gegner. Balotelli hat sich aber gut angefühlt und ich werde ihn natürlich weiter testen. Und Bonaventura hat sich auch ganz gut angefühlt. Hatte ja auch einen Alu-Treffer. Und ich bin gespannt, ob Balotelli, ja, jetzt im nächsten Spiel auch noch ein paar Tore macht oder so. Oder mindestens eine Vorlage und dann zeigt, dass er sich nicht nur gut anfühlt und gut aussieht, sondern halt auch gut spielt. Ansonsten, wenn jetzt mein Hernández funktioniert und ich mit Bonaventura zufrieden bin, werde ich vielleicht wirklich Klose nochmal eine Chance geben. Mal schauen. In diesem Sinne, liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis, bis zum nächsten Mal. Tschö, tschö.